beim Buchbeispiel 7.16f kommt eine Kleinigkeit vor, das im Video davor nicht erklärt wurde. Deswegen jetzt reiche ich das schnell nach. Hier habe ich eine Folge gegeben mit einem Gesetz, wo im Zähler oder generell, ist ja wurscht, könnte auch im Nenner sein, würde gleich funktionieren von der Idee her, wo ich habe minus 1 hoch n. Also da kommt das n nochmal als Potenz vor und zwar von der Zahl minus 1. Das ist so das gängigste Beispiel überhaupt. Was macht jetzt da das? Naja, es geht jetzt darum, entweder habe ich da oben einen minus 1er stehen oder einen plus 1er, weil ja generell einmal 1 hoch jede Zahl immer 1 ist. Ja? 1 hoch 7 ist 1, 1 hoch 1000 ist 1 und so weiter. Und wenn ich einen minus 1er habe, dann ist es entweder minus 1, und zwar wenn die Hochzahl eine ungerade ist, ja? Also minus 1 hoch 3 ist minus 1 und minus 1 hoch 7 ist minus 1. Und wenn aber n eine gerade Zahl ist, wie zum Beispiel minus 1 zum Quadrat, dann ist es plus 1 und minus 1 hoch 4 ist auch plus 1 und minus 1 hoch 6 ist auch plus 1. Das heißt, ich kann da jetzt nicht einfach so drauf losrechnen, sondern ich muss eine Fallunterscheidung machen. Und zwar muss ich unterscheiden, ob das n eine gerade Zahl ist oder nicht. Und das mache ich einfach. Ich nehme jetzt mal im ersten Fall an, dass n gerade ist. Naja, wenn n gerade ist, also zum Beispiel zum Quadrat und so weiter, dann habe ich ja zum Beispiel eben minus 1 zum Quadrat und das ist dann ein plus 1. Und deswegen kann ich jetzt da hier das Minus einfach weglassen und habe es einfach ausgerechnet. Ja, weil ich weiß, wenn n eine gerade Zahl ist, dann ist minus 1 hoch n definitiv plus 1. Und dann kann ich das Ganze normal durchrechnen wie immer. Ja? Das heißt, ich setze dann auch hier unten da dann beim Folgengesetz, beim Ausrechnen, beim Beweisen des Grenzwertes, setze ich bereits das Aufgelöste ein, weil n in diesem ganzen kompletten Fall 1 hier bis hierher immer eine gerade Zahl ist. Ja? Und das kann ich dann ganz normal ausrechnen. Die Lösung dazu schaut sich dann bitte eh auf Moodle im PDF nochmal an. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil das ist Standardrechnung. Es kommt dann auf jeden Fall raus, n muss größer sein als 1 durch 2 Epsilon. Epsilon ist laut Angabe 0,01 und wenn ich das jetzt da oben einsetze ins Gesetz, kommt raus, n ist muss größer sein als 50. Und da muss ich aufpassen, ich darf an der Position noch nicht sagen, aha, naja, wenn n größer als 50 sein muss, dann wird es ab dem 51. der falsche 51. Folgenglied schon passen. Das weiß ich eben nicht, weil ja n in diesem ersten Fall gerade ist. Das heißt, das Einzige, was ich hier sagen kann, ist einmal, dass es definitiv ab dem 52. Folgenglied passen wird. Weil 51 ist ungerade und das spielt hier in diesen Fall nicht rein. Deswegen muss ich dann auch noch den zweiten Fall durchrechnen. Beim zweiten Fall sage ich, n ist eine ungerade Zahl. Deswegen ist eben hier minus 1 hoch n, habe ich jetzt eine ungerade. Und wenn das ungerade ist, dann weiß ich ja jedenfalls, also minus 1 hoch 3 zum Beispiel ist minus 1. Deswegen weiß ich, dass ich hier sicher minus 1 haben werde. Und jetzt da merke ich schon mal, okay, auf dem Grenzwert spielt das aber, hat das überhaupt keine Auswirkung, weil ja das Ganze ist linear, also ersten Grades, und damit kann ich diesen konstanten minus 1er eh vernachlässigen und ich komme wieder auf 1 durch 2, weil der Zähler ungefähr nur halb so stark wächst wie der Nenner. Und jetzt setze ich hier unten für an, in dem Fall das Folgengesetz ein mit einem minus 1er, rechne das durch und komme dann auch wieder auf n ist größer als 1 durch 2 Epsilon. Setze dann wieder für Epsilon 0,01 ein, weil das im Buchbeispiel so gefordert ist und kommt ebenfalls raus auf n größer 50. Und jetzt kann ich sagen, ab dem 51. Folgenglied. Warum kann ich es jetzt sagen, ab dem 51. Folgenglied? Weil ich sowohl fürs Gerade rauskriegt habe, dass n größer sein muss als 50, als auch fürs n ist ungerade rausbekommen habe, dass n größer sein muss als 50. Und damit ist es wurscht, ob das nächste Folgenglied jetzt da gerade oder ungerade ist, es ist das 51. Folgenglied.